Also die Freude war natürlich riesig. Ich weiß es noch ganz genau, das war beim ÖRV-Festabend, da war die Lara und ich gemeinsam vor Ort. Und wo das eben bekannt gegeben worden ist, war die Freude riesig. Und ja, wir sind auf jeden Fall mega motiviert. Also so genau weiß ich es leider nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass wir extra das Handy aktualisiert haben, um zu schauen, ob neue die Nachrichten schon da sind. Wir haben ja davor schon gewusst, dass die Entscheidung in dem Abend kommen wird. Und als wir dann eben in dem Beitrag von Philipp markiert worden sind und dass es dann offiziell war, da haben wir uns natürlich extrem groß gefreut. Ja, die Enttäuschung war riesig. Also wir waren, glaube ich, auch nicht so schlecht dabei. Und dann wir haben uns eigentlich mega sicher gefühlt und haben uns wirklich wohl gefühlt und dann ist das passiert. Aber ich glaube, das gehört einfach zum Sport dazu. Die Lara hat mir ja in der Situation mega geholfen und ja, jetzt geht es eh weiter, deswegen. Wir haben uns mega gefreut, dass wir wieder gemeinsam fahren dürfen. Vor allem, weil unser letzter Lauf eigentlich der Lauf war, wo sich die Selina den Fuß gebrochen hat. Und dass wir dann jetzt dann wieder, also das Damendoppel jetzt im Weltcup ist und dass wir jetzt da fahren dürfen, das freut uns mega. Vor der Familie, vor die Freunde, da den Weltcup zu haben, ist natürlich ein mega Gefühl. Und ja, die Bahn taugt mir und bin schon gespannt, wie es wird. Also ich finde, die Umstellung ist schon eher größer. Vor allem, weil im Doppel ich eher weniger lenke und eher die Linie unterstütze. Und im Einzel auf einmal wieder alles selber machen muss. Also es ist eigentlich ein bisschen schwierig gewesen, aber geht eigentlich. Naja, die Männer haben uns jetzt ziemlich viel geholfen, auch linienmäßig, wie wir fahren sollen. Schlittenbau natürlich auch. Und aber sie müssen schon aufpassen. ja, ich denke, die Familie wird da sein und ein paar Freunde. Bei mir, genau.